Ladies and Gentlemen, würdet ihr ein Spiel spielen, wobei euer Leben von abhängt? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich persönlich würde das niemals machen. Auch nicht, wenn du dafür 1 Million Euro bekommst. Was? Hä? Nein, auch für 1 Million würde ich es nicht machen. Hä? 10 Millionen. Ja, okay, 10 Millionen würde ich machen. Und damit, Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge Roblox Squid Game. Ja, Leute, ihr habt es richtig gehört. Ich werde heute das allererste Mal Squid Game spielen. Ich denke, Squid Game sollte jeden ein Begriff sein. Das Ganze ist eine Serie, die 2021 komplett viral gegangen ist. Also entweder wir werden heute steinreich und ich werde mir alles kaufen können, was ich möchte. Oder wir werden sterben. Ende. Ansonsten würde ich sagen, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Und damit würde ich sagen, let's go, Leute. Das Spiel beginnt. Ihr seht's, Leute. Ich bin jetzt hier in Squid Game drin. Und ihr seht, wir sind hier jetzt quasi so schon in dieser Eingangshalle, wo diese ganzen 100 Spieler quasi zusammengebracht werden. Wir sind hier einer von vielen. Und ich sehe, das erste Spiel beginnt auch direkt, Leute. Und ihr seht, ihr alle kennt es. Das erste Game, was wir spielen werden, ist einfach mal rotes Licht, grünes Licht. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht direkt sterben. Oh, es geht los! Grünes Licht, wir dürfen gehen. Und rotes Licht bedeutet, wir müssen stehen bleiben, Leute. Sollten wir uns bewegen, während rotes Licht ist, werden wir einfach erschossen, Leute. Ihr seht, die ersten Spieler werden jetzt, glaube ich, schon umgeknallt, die so ein Symbol über dem Kopf haben. Der wurde einfach abgeknallt. Okay, Leute, wir müssen uns beeilen. Ihr seht, es ist wieder grünes Licht. Wir dürfen laufen. Ey, Bro, bitte. Ich will jetzt nicht erschossen werden oder so. Bruder, oh mein Gott, renn! Nein! Oh. Bruder, wie viele Leute sind denn schon gestorben? Okay, Leute, wir sollten uns lieber beeilen und uns konzentrieren, dass wir nicht laufen, während rotes Licht ist. Okay, komm. Leute, wir haben es gleich geschafft. Komm schon, nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Okay, jetzt aber. Leute, wir laufen lieber ins Ziel rein. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay, wir sind im Ziel, Leute. Ansonsten bewertet auch gerne mal von 1 bis 10 mein Outfit. Wir haben hier dieses... Das ist dieses Outfit, was alle haben. Ich sehe ein bisschen aus, als würde ich gerade aus dem Knast kommen. Keine Ahnung. Let us continue. Okay, es geht anscheinend weiter, Leute. Das nächste Spiel. Oh oh, warte mal. If you are the taker, hit another player with a stick to take them. Ah, okay, Leute. Anscheinend ist das jetzt quasi wie so Fange spielen. Wir dürfen quasi nicht von irgendeiner Person berührt werden, die quasi diesen Tag hat. Ich glaube, immer die Person mit diesem grünen Pfeil sind quasi die Infizierten. Von denen dürfen wir also nicht berührt werden. Bedeutet, wir versuchen uns lieber fernzuhalten von diesen Personen, die so einen grünen Pfeil über dem Kopf haben. Okay, wir laufen jetzt einfach mal hier hoch in der Hoffnung, dass wir von keinem Spieler berührt werden. Ich laufe einfach immer weiter hier hoch. Ich glaube, da sollten wir sicher sein, Leute. Komm schon, renn schneller. Wir müssen so lange überleben, bis oben der Timer vorbei ist, Leute. Anscheinend haben sich auch noch andere Spieler hier oben verbarrikadiert. Ansonsten, ich glaube, hier oben sollten wir an sich sicher sein. Also, ich warte jetzt hier oben und genieße einfach ein bisschen die Aussicht. Also, sieht ja nicht schlecht hier oben aus. Also, die Aussicht, die ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Aber ich glaube, wir sollten es schaffen. 3, 2, 1. Komm schon. Easy. Und ja, ihr seht jetzt auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Es ist Zeit zum Ausruhen. Jetzt ist quasi erstmal Pause und wir sind wieder hier in diesem Aufenthaltsraum, Leute. Es wird empfohlen, sich mit anderen Spielern zu verbünden. Das ist auch so ein Ding, Leute. Weil in der Nacht kann es durchaus passieren, dass wir von anderen Spielern attackiert werden und die uns quasi versuchen umzubringen. Das heißt, das Beste ist, wir verstecken uns einfach irgendwo und hoffen, dass uns niemand macht. Okay, anscheinend haben wir jetzt hier einen Baseballschläger bekommen, mit dem wir uns quasi ver... warte mal! Das war nicht Teil der Abmachung, dass jetzt das Licht ausgemacht wird. Mögen die Stärksten überleben. Ey, warte mal, soll das jetzt heißen, dass die sich jetzt alle die Köpfe einhauen? Leute, ich glaube, wir verstecken uns einfach hier oben und bewegen uns nicht. Ich glaube, die beste Option ist, wir stellen uns einfach tot. Ich bin nicht hier. Also, ich chillo hier. Das ist mein Hobby. Ey, der hat eine Waffe! Oh! Oh! Der eine hat einfach eine Waffe. Aber warte, tatsächlich neigt es mich irgendwie gerade sehr stark dazu, da oben dem Spieler den Kopf einzuhauen. Wartet mal. Das ist ihn jetzt nur zu Testzwecken. Ja! Bam! Bam! Bam!
ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Ich habe ihm den Kopf eingehauen. Ich wollte das nicht. Okay, Leute, ich glaube, jetzt ist es besser, wenn wir uns einfach verstecken. Also, ich glaube, das wäre jetzt das Schlauste, was wir machen können. Wir hauen noch mal jemanden den Kopf ein. Bam! Bam! Oh, hey, 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 hallo, beruhig dich! Oh, oh mein Gott, war das knapp. Der hat uns fast... Bam, den Kopf eingehauen, Junge. Wacht auf und seid bereit für das nächste Spiel. Okay, Leute, so wie es aussieht, haben wir die erste Nacht überlebt. Jetzt geht es ins nächste Spiel. Oh nein, Leute, kennt ihr das? Das ist dieses Ausschneiden-Spiel, wo man diese Cookies ausschneiden muss. Okay, Leute, nein. Wir haben jetzt hier so ein Messer. Ihr seht, ich muss jetzt hier diesen Cookie ausschneiden. Wir dürfen uns nicht... Leute, wir dürfen nicht verkacken. Sollten wir verkacken und diesen Keks kaputt machen, dann werden wir einfach erschossen. Das heißt, wir müssen uns hier wirklich Mühe geben und Stück für Stück diesen Stern ausschneiden. Wir haben nur noch 25 Sekunden, ne? Okay, komm schon langsam und zack. Okay, Keks ist ausgeschnitten, Leute. Sehr gut. Okay, ich glaube, wir sollten es geschafft haben, Leute. Ihr seht, die, die verkackt haben, wurden einfach erschossen. Ey, was haben die euch angetan? Aber okay, wir haben es geschafft. Wir sind weiter, Leute. Eine Brücke aus Glas ist vor euch. Wählt den richtigen Weg. Das ist das nächste Spiel. Auch hier, Leute. Ich nehme an, ihr alle kennt dieses Spiel. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist es immer so, immer nur eine Scheibe ist richtig, die andere ist Fake-Glas und bricht dementsprechend zusammen. Das heißt, Leute, wir folgen einfach den Spielern vor uns. Ich glaube, denen können wir vertrauen. Ich habe mir nicht gemerkt. Er ist runtergefallen. Nein. Okay, wer traut sich? Okay. 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 Oh, oh, oh. Wir sind ganz vorne. Nur noch ein Spieler ist übrig. Wählt er den richtigen Weg? Warte mal. Wir sind alleine. Und wir müssen uns entscheiden. Wählen wir links oder rechts, Leute? Wir haben jetzt die Chance, das ganze Spiel zu gewinnen. Meint ihr, wir werden es schaffen? Ich sag links. Nein! Nein! Ich werde erschossen. Nein! Es wurden einfach alle Spieler disqualifiziert und somit sind wir raus und keiner hat das Geld bekommen. Das heißt, alle haben ihr Leben riskiert und alle haben versagt. So, Leute, aber zum Glück ist das nicht das echte Leben. Deshalb bin ich jetzt hier in einer zweiten Runde. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir im selben Match angekommen sind. Ein paar Sekunden später. So, Leute, ich bin jetzt erneut bis zu diesem komischen Glas-Minigame hier gekommen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht wieder alle sterben und wir weiterkommen. Quasi zum nächsten Minigame. Und wir diesmal das ganze Cash absahnen können. Ich meine, mein Ziel ist es ja, zu gewinnen und nicht zu sterben. Doch irgendwie traut sich gerade niemand weiterzugehen. Ich meine, oh, lol. Man kann so einen Trick machen. Habt ihr das gesehen? So ein Double Jump. Lol. Als wenn das geht. Lol. Der ist auf das falsche Glas und springt dann einfach. Okay, anscheinend sind irgendwie beide diesmal richtig. Okay, strange. Okay, sieht gut aus diesmal, Leute. Komm schon, wir können es schaffen. Oh, Leute, wir sind weiter. Wir haben es geschafft. Es sieht so aus, als ob alle Spieler das Ziel erreicht haben. Das bedeutet, es geht zurück in die Halle. Du kennst den Drill. Oh nein, nicht wieder Prügelnacht. Ich habe keine Lust, wieder Baseballschläge auf den Kopf zu bekommen. Sag nicht, es wird jetzt wieder dunkel und alle kriegen eins auf die Nuss. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Okay, nein, es sieht eigentlich gut aus. Noch sind die Lichter an, Leute. Ich glaube, diesmal verbringen wir nur eine ganz normale Nacht. Das heißt, wir chillen jetzt einfach ein bisschen... Bruder, warum musst du denn so machen? Ich habe gedacht, wir chillen jetzt ein bisschen und trinken ein bisschen Tee oder so. Aber nein, wir müssen wieder alle... Ey, der eine kommt hoch zu mir. Ey, Junge, chill mal. Hallo, geh weg von mir. Ey, der kommt zu mir. Ey, der will mir den Arsch versohlen. Nein, 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 nein. Weg hier, weg hier. Renn um dein Leben. Ich renn um mein Leben. Ich habe keine Lust, einen Baseballschläger auf meinen Kopf zu bekommen. Jetzt oder nie. Oh nein. Oh, wir rennen lieber weg. Wir rennen lieber weg. Gottes Willen, Junge, der hätte mir fast noch meinen Kopf eingehauen. Okay, bedeutet, es geht jetzt zum nächsten Minigame. Tau ziehen. Leute, kennt ihr das? Okay, Leute, anscheinend müssen wir jetzt Tau ziehen machen. Möge das beste Team gewinnen und das andere fällt dann runter, oder was? Okay, click the pull. Okay, Leute, wir müssen da drauf drücken. Ich mach hier die Doppelfinger-Taktik. Leute, es sieht gut aus. Ja, ja, komm schon, zieh, Lumi. Zieh! Wir dürfen das nicht verlieren. Komm schon, mit allen Fingern, Leute, die ich habe. Tr
Drück schneller. Ihr seht oben Your Side, wir haben aktuell 630 Klicks die Sekunde. Die anderen haben nur 450. Weil wir geben langsam nach, das dürfen wir nicht. Komm schon, schneller. Oh, drück schneller. Wir dürfen das nicht verlieren, die ersten fallen runter. Ja! Yeah! Runter mit euch. Bam, junge Leute. Okay, wir sind somit für das nächste Minigame qualifiziert. Und ich hoffe mal, wir werden das schaffen und uns die 10 Millionen hier eintüten. Was ist denn das jetzt? Willkommen zu unserem nächsten Spiel. In diesem Spiel wirst du versuchen zu erraten, ob die Zahl der Mumien gerade oder ungerade ist. Oh mein Gott, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel kennt. Aber das ist so ein Murmelspiel. Oh Gott, Leute. Wenn dir die Murmeln ausgehen, bist du disqualifiziert. Man spielt ja jetzt quasi um Murmeln, Leute. Es gibt 5 Runden. Bestehe alle, um zu gewinnen. Okay, wir haben 7. Die sind auf jeden Fall nicht gerade. Huh? Wie? 5? Dann... Nee. Ich check das nicht! Ich verstehe das Spiel nicht! Hä? 3 Murmeln! Diesmal haben wir... ungerade. Das ist immer so 50-50, glaube ich. Ja! Okay, es ist immer 50-50, Leute. Es gibt keine Taktik dabei. Wir müssen einfach irgendwas drücken. Wir drücken jetzt... Grün! Bitte! Ja! Danke! Okay, komm. Wir dürfen nicht aufgeben. Okay, jetzt aus Prinzip wieder ungerade. Aus Prinzip Psychologie und so, Leute. Vertraut mir. Bitte. Nein! Oh, super, du hast mehr als 0 Murmeln. Aber, Leute, es ist nicht schlimm. Wir haben überlebt. Und somit kommen wir zur letzten Challenge. Die Regeln sind einfach. Die letzte Person, die hier drin steht, gewinnt. Warte mal, soll das bedeuten, es gibt wieder Prügel? If you're outside of the markings, du bist raus. Wir müssen also innerhalb dieses Kreises hier, glaube ich, bleiben, Leute. Good luck. Oh, Leute, so wie es aussieht, müssen wir jetzt hier wieder alle vermöbeln. Oh, okay, aber kriegen wir hin. Weg mit dir. Oh nein, nein. Den vermöbeln wir auch. Komm raus mit dir. Junge, ich krieg dich. Oh, einfach springen, Leute. Einfach die ganze Zeit springen. Einfach springen. Springen. Oh mein Gott, es kann nur einer gewinnen, Leute. Es kann nur einer gewinnen. Oh mein Gott, bitte, ich will nicht sterben. Oh mein Gott, ich habe übel Angst. Komm schon, bitte nicht. Ich darf nicht sterben, Leute. Die Letzten. Wir müssen uns jetzt einmischen, Leute. Einmischen. Der Letzte. Der Letzte. Leute, der Letzte. Junge, er hat nicht mehr viel Leben. Komm, noch ein paar Hits. Ja, komm schon. Komm schon, noch ein Hit. Noch einer. Hab ich's geschafft? Congratulations, 3 Lumex. You have won Squid Game. Wir haben gewonnen. It's time to go back. Aber warte mal, ich will jetzt mein Geld haben. Krieg ich jetzt noch mein Geld, was mir versprochen wurde? Also, ah doch, Leute. Aber wartet mal. Das sind nur 1400. Das sind nicht wie versprochen 10 Millionen. Ich glaube, ich wurde abgezogen. Aber egal, Leute. Wenn euch das Video trotzdem gefallen haben sollte, lasst natürlich auf Ehre einen Daumen nach oben da, Leute. Schreibt in die Kommentare, welches Roblox-Spiel ich als nächstes spielen soll. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.